Ja Leute, ihr habt gerade in meinem Clip gesehen, wie ich den Boden und die Pyramide zusammen bearbeitet habe. Und das sehr flüssig in Einzelschritten. Und damit ihr das könnt, bleibt auf jeden Fall dran. Und falls ihr neu seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Abo da lassen. Wir sind kurz bei 2K. Ich mache in der Zeit ein paar mehr Tutorials, aber ich will natürlich auch noch meinen alten Content bringen. Heißt, meine Runden hochladen, die ich so mache. Und allgemein Sachen. Nur, ich möchte meinen Content auch ein bisschen bessern und Leute von meinen können in Fortnite ein bisschen was teilen und Leuten Fortnite, die noch nicht, also die Leute, die noch nicht so gut in Fortnite sind, ein bisschen Fortnite besser klar machen in manchen Sachen. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an, und zwar wollen es wahrscheinlich viele können, also jetzt alle wahrscheinlich jetzt viele schauen, Boden und Pyramide im Sprint bearbeiten oder allgemein das bearbeiten können, denn ihr kennt es selber, euer Gegner baut neben euch oder über euch und ja, er bläst einfach eine Pyramide oder einen Boden oder beides zusammen über euch. Damit das Ganze nicht mehr passieren kann, gibt es natürlich das hier. Dann kann er hier Werder, ihr seht, er kann hier keine Boden und Pyramide mehr placen und dafür ist es auch eigentlich am meisten da. Es schützt natürlich auch, wenn man sich Highground holt, das Ganze zu können. Und ja, ich würde sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Tipp. Und zwar müsst ihr in den Einstellungen direkt mal eine angepasste Steuerung machen. Falls ihr Baumeister Pro oder so noch spielt, ändert es auf jeden Fall, glaubt mir. Also viele werden sich denken, keinen Bock zu üben. Leute, es macht einfach nur Sinn, denn das habt ihr einen Nachteil gegen alle anderen. Und ich zeige euch hier mal meine. Ihr könnt die gerne nachmachen. Finde ich persönlich sehr gut. Und ja. Das wäre auf jeden Fall direkt mal die erste Sache. Und die zweite wäre, fangt auf jeden Fall erstmal klein an und lauft erstmal so in Laufschritt langsam, dann probiert es immer mehr und dann irgendwann könnt ihr schneller werden und so weiter. Ihr habt gerade gesehen, bei mir ist einmal so und so. Da, damit das Ganze nicht passiert, drückt einfach gleichzeitig L1 und R1, denn wenn ihr erst R1 drückt und dann jetzt erst L1, dann wird ihr es niemals im flüssigen Lauf können, wie ihr seht. So wird das nicht gehen. Heißt, nächster Tipp direkt auch schon mal, immer den Boden und die Pyramide gleichzeitig setzen. Dann natürlich, es geht an der Weile immer besser. Ich sag mal, ihr könnt jetzt schon in diesem Lauftempo das Ganze, dann werdet halt immer schneller und probiert euer Glück mal. Vielleicht so, macht dann drei oder zwei wieder nach vorne. Dann irgendwann kommt ihr zu zwei, dass ihr es nur zweimal macht. Und da macht es irgendwann auch noch einmal. Heißt nach jedem einmal. Das ist, wenn ihr diese Schritte macht, die ich euch gerade gezeigt habe, dann wird das Ganze sehr gut funktionieren. Und ja, bevor ihr jetzt denkt, das geht ja nicht mit Baumeister und so. Also Leute, wie ich es gerade gesagt habe, es geht nur mit einer angepassten Steuerung. Heißt, macht euch auf jeden Fall eine. Denn dann habt ihr allgemein Vorteile. Zum Beispiel, wenn ihr das nochmal von oben macht. Das ist, Leute, das sage ich euch, ein Gegner baut sich, sage ich mal, hier so hoch, so, und er ist da, ihr macht einfach so und addet es auf und gibt ihm dann einfach einen Headshot oder so, und damit rechnet er nicht, weil der Gegner in dem Moment nicht diese Reaktionszeit hat und nicht weiß und er damit nicht rechnet, dass ihr sowas macht. Das müsst ihr am besten halt auch können, das ist ja auch Boden und Pyramide, und ja, viel mehr kann man dazu auch eigentlich nicht sagen. Also, ja Leute, denkt dran, macht die Schritte, wie ich euch sagte, klein anfangen und immer größer werden und natürlich am besten probieren, nicht zu fettfingern, denn sonst wäre es ganz sehr schwer, aber ich hätte ja natürlich noch eine Standardsache, und zwar müsst ihr natürlich auch perfekt laufen, also so, und jetzt nicht schon hinten anfangen zu bearbeiten, denn ihr seht, das Ganze funktioniert nicht. Heißt, macht es so, schaut im Video und probiert es bei euch selber aus. Guckt, ihr habt es gesehen bei mir, ich bin jetzt davor gerannt, das geht nicht. Heißt, ihr müsst das genau in dem Schritt machen, Laufschritt wie ich, und mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Der Rest wird euch selber bekannt werden, wie das Ganze funktioniert mit dem Bearbeiten. Ich meine, ich glaube, es weiß wohl jeder, wie man in Fortnite bearbeitet. Nehmt einfach die perfekten Anschauungen, dann war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, das war's. Bis dann. Haut rein und ciao.